Es ist etwas in die Jahre gekommen. Das Leistungszentrum des Martin Foucault. Ein kleiner Verschlag, ein verwitterter Schießstand in Villard-de-Lans, dem Heimatort des fünffachen Gesamtweltcupsiegers. Kein Trainer, keine Teamkollegen, nur Martin Foucault. Ich denke, mit einer Trainingsgruppe könnte ich nicht jeden Tag trainieren. Das wäre wie in einer Firma zu arbeiten. Ich muss es alleine machen. Es ist ein anderer Martin Foucault, den wir in seiner Heimat treffen. Im Weltcup und bei den Rennen zeigt der Franzose seine Emotionen. In Villard-de-Lans liebt er es, in Ruhe seiner Arbeit nachzugehen. Mit 15 Jahren verlässt Foucault sein Elternhaus in den Pyrenäen, um 800 Kilometer entfernt in das Sportinternat zu wechseln, wo schon sein Bruder Simon zur Schule geht. Meine Eltern wollten nicht, dass ich sie verlasse. Sie wollten mich da behalten. Ich musste lange betteln, bis ich gehen durfte. Es war meine Entscheidung und deswegen fiel sie mir leicht. Als Jugendlicher reift der Entschluss, Biathlon-Profi zu werden. Foucault trainiert hart, geht zur Schule und hat Heimweh. Zum Glück findet er Ersatzeltern in Villard-de-Lans, um vor allem am Wochenende ein Zuhause zu haben. Die Dozers holen ihn regelmäßig aus dem Internat zu sich, damit Martin seine Jugendstreiche auch außerhalb der Schule aushecken kann. Nein, wenn du 16 oder 17 bist, dann konzentrierst du dich natürlich nicht nur auf Biathlon. Er interessierte sich für Mädchen und er wollte Spaß haben. Ich finde, es ist sehr wichtig, sich nicht zu früh nur auf das Skilaufen zu konzentrieren, denn dann macht das schnell keinen Spaß mehr. Martin Foucault ist in den Alpen heimisch geworden, aber seine Freundin stammt wie er aus den Pyrenäen. Hélène, eine Lehrerin für Sonderpädagogik. Die beiden sind schon lange zusammen und seit anderthalb Jahren zu dritt. Manon heißt die Tochter von Martin Foucault. Ich habe nie gedacht, dass das so starke Gefühle in mir auslöst. Natürlich hat das mein Leben verändert und es wird meine Karriere ändern. Man hat doch ganz andere Gedanken als vorher, weil man weiß, da gibt es noch jemanden zu Hause. Die Balance zu halten ist die große Kunst. Die Leichtigkeit zu finden, bei all der Anstrengung den Wettkampf auch genießen zu können. Martin Foucault trainiert den ganzen Sommer für dieses Ziel. 5 Gesamtweltcups und 2 Olympiasiege reichen ihm nicht. All diese Erfolge hat er zusammen mit seinem Schießtrainer Siegfried Massé gefeiert, der ihn jetzt überraschend verlassen hat, um bei den Norwegern anzuheuern. Für den Harmoniemensch Foucault unverzeihlich. Ich war wirklich sehr enttäuscht. 10 Jahre haben wir zusammengearbeitet und es war mehr als ein Trainer-Athleten-Verhältnis. Wir waren schon irgendwie Freunde. Für mich war das ein großes Problem und ich war sehr traurig. Einen Sommer lang hatte Martin Foucault Zeit, diese Enttäuschung zu verarbeiten. Die Ruhe in Villard-de-Lans hat dabei geholfen. Hier sammelt er Kraft, um dann im Winter noch stärker zurückzukommen. So wie in all den Jahren zuvor. Alleine, ohne Trainer, ohne Mannschaftskollegen, an seinem alten Skistand, mitten in den französischen Alpen.